Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Keine Sorge, ich habe nicht vergessen, dass ich auch nachkommentierte Commentaries machen wollte. Wie habe ich gerade Commentaries ausgesprochen? Ich könnte mir selbst eine absolute Rückhandstelle geben, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ja Leute, und zwar gibt es heute ein Gameplay, mal wieder ein altes Gameplay. Einige beschweren sich ja darüber und schreiben sowas wie, das sind Re-Uploads, obwohl die Videos ungefähr 3000 Klicks haben und von 2013. Ich muss schon fast darüber stolz sein, dass jemand sowas schreibt, weil da muss man das Gameplay ja sogar noch erkennen, Leute. Denkt dann, ist ja nur das Gameplay wird recycelt, was einfach nice ist. Und zwar habe ich ein bisschen hier auf meinem Kanal rumgesurft. Da habe ich noch ein paar Gameplays entdeckt, die man echt nochmal zeigen müsste. Und zwar zum Beispiel dieses hier. Das ist eine Scharfschützen-Nuklear mit dem Impact-Account auf der Map Hijacked. In 2 Tagen kommt der Skyjacked raus. Falls ich ein paar DLC-Maps hier auf dem Kanal zeigen soll, könnt ihr auf jeden Fall jetzt gerne schon mal ein Like da lassen. Dann weiß ich, dass ich das machen sollte. Zum Beispiel alter Hijacked, das muss man ja fast schon machen. Aber gut, zeige es mit Bewertung, ob ihr das sehen wollt. Und auf jeden Fall, Leute, das Besondere an dem Gameplay ist, Anton war auch in der Lobby. Und ihr werdet euch jetzt fragen, hey, wie ist das möglich in Scharfschütze? Wie geht das überhaupt? Ja, Leute, jetzt haben wir uns die Spawns aufgeteilt. Also ich habe gesucht, er ist mir nachgejoint oder andersrum. Dann haben wir uns quasi sozusagen das Ganze aufgeteilt. Er hat die Seite Tor als Triple gemacht. Ich habe die hintere Seite des Schiffs gemacht. Und ich habe hier eine Nuklear rausgehauen. Das ist eigentlich ganz cool. Waren auch coole Waffen dabei so. Auch ein abnormaler Turn war dabei. Also ich weiß nicht mehr genau, wo der ist. Aber auf jeden Fall, einer ist so absolut heftig. Digga, das ist nicht mehr normal. Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen so über das Thema Zelos mit euch sprechen. Weil ich zurzeit einfach so ein bisschen ja am Trainieren bin mit meinem Team und so weiter und so fort. Und deswegen, ja Leute, also es sieht zurzeit so aus, der Solution zockt leider relativ selten COD im Moment, aber es ist kein Problem eigentlich, ist ja jedem überlassen, das ist ja Zelos, ist ja keine Pflichtveranstaltung und so. Ich bin zurzeit wieder übelst am Sweaten und am Suchten, das ist nicht mehr normal, Leute, ohne Spaß. Und deswegen sieht das Ganze folgendermaßen aus, wir sind meistens zu dritt am Trainieren, also Zwiebelknecht, Sweezy und ich so. Ich bin mal sehr gespannt, also das heute Abend wird im Übrigen entschieden, wer sozusagen dieses kleine Vor-Zelos, dieses Rookie-Zelos gewinnt, wobei das natürlich die besseren Teams sind, muss man da ganz ehrlich mal sagen, also das sind auf jeden Fall bessere Teams als, nein, Julia. Ich bin in Skype gerade, während ich das Commentary mache. Zwiebelknecht macht seine scheiß Cam an und hat so eine scheiß Piratenmütze auf. Was geht mit ihm wegen Karnevalskostüm? Eieiei, auf jeden Fall, Leute, ihr seht schon, im Team ist gute Stimmung halt. Wir zocken halt meistens zu dritt. Und ja, also wie gesagt, dieses Zelos Rookie Turnier wird heute Abend aufgelöst. Also wer das gewinnt, und dann wird wahrscheinlich auch das beste Team des ganzen Turniers sein. Also ich vermute mal, dass von den 32 Teams, die dann im richtigen Zelos sind, wo ich zum Beispiel auch drin bin, da bin ich mal sehr gespannt, da wird natürlich einige Teams werden so krank sein, so Comp-Teams. Ich hoffe, dass wir nicht direkt gegen so ein Comp-Team gelost werden, weil wenn das passiert, dann werden wir absolut aufs Maul bekommen. Ist einfach so. Dafür haben wir practicen zwar echt viel so, aber dafür haben wir noch viel zu wenig gepraxt. Wobei mir echt COD zurzeit so unglaublich viel Spaß macht, das ist unglaublich. Und es läuft auch einfach, also wir gewinnen eigentlich Scrim für Scrim immer halt 3 gegen 3 Scrims, weil das einfach, ja, keine Ahnung, das bockt einfach mehr und da haben wir wenigstens auch ein Full-Team, weil wenn wir ganz ehrlich, 4 Mann können wir echt zurzeit nicht trainieren, weil das geht halt einfach nicht so, ist ein bisschen schade, aber was soll's. Auf jeden Fall bin ich sehr heiß auf Zelos, ich freue mich auf Zelos und es gibt auch eine coole Ankündigung, und zwar wird Anton zum Beispiel auch bei mir hier sein und Zelos zocken, also bei mir hier in der Hood sozusagen, weil wir einfach so gedacht haben, yo, im Fab-Haus ist vielleicht ein bisschen viel, vor allem wenn du auch aufnehmen willst und so, dann zock doch einfach bei mir und ich habe hier sowieso eine gute Con, deswegen machen wir das Ganze so. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ich freue mich extrem auf Zelos, mich mal wieder mit ein paar anderen Spielern, ja, zu messen. Und ja, wie gesagt, zurzeit macht mir echt Zocken unnormal viel Bock und da muss man das einfach ausnutzen. So ist einfach so. Ich bin ja mal einen Monat in einer absoluten Suchtphase, mache ich wieder einen Monat Relapse, dann mache ich wieder Suchten, dann Relapse, dann eine Mischung und so weiter und so fort. Aber Leute, auf jeden Fall bin ich hype und ja, gleich werde ich mir das Zelos-Finale schön gönnen. Also das kleine Finale und danach werde ich mir ganz gechillt mit meinen Jungs noch ein paar Runden zocken. Da habe ich auf jeden Fall auch richtig, richtig Bock drauf, Leute. Falls ihr das Marcel-Scorpion-Video heute nicht geschaut habt, auf jeden Fall, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wollte ich mal ansprechen, generell zum Thema Hate und so weiter und so fort. Meine ganzen Kollegen haben mir auch schon geschrieben, dass es ein echt cooles Video ist. Also jetzt nicht irgendwie Kollegen im Sinne von irgendwelche Real-Life-Leute, die ihr nicht kennt, sondern wenn ich sowas sage, dann sind es schon Kollegen so von YouTube und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich Respekt für das Video von meinen Kollegen bekommen, das freut mich natürlich sehr. Ja, Leute, wenn euch das Video gut gefallen hat und ihr die DLC-Maps sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Und dann will ich noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Scuff.